Also ich liebe ihn, wenn ich kann ihn drehen. Und alles bestätigt sich. Wenn man von hinten anguckt, ist hier nicht eine gerade Schnitt. Es ist so leicht gewölbt. Und das ist wie eine leichte Anpassung. So wird er immer gefühlt. Das Projekt Giroflex 64 ging zwischen Ende 95 und 98. Das Auftrag 64 war ich Produktdesigner bei der Firma Walzer Design und wir haben das Wettbewerb präsentiert mit zwei Darstellungen. Die Philosophie des Design hat mich befreit von sämtlichen Moden. Das heißt, ich werde reduzieren und wir machen klar die Verbindung zwischen den Stützpunkten am Stuhl und der Boden. Das Produkt 64 war ein erfolgreiches Produkt der Mitte und erkannt als bester ergonomischer Stuhl in der Schweiz. Ich glaube, der Erfolg vom Design des 64 liegt an seinem intuitiven Verständnis. Die Leute identifizieren sie sich mit einem Produkt, der ihrem Körper nahe ist, in jedem Maß, in jeder Größe. Also seit diesem ersten Projekt habe ich bei Giroflex diesen Pioniergeist, der bei Giroflex herrscht, geschätzt. Und der hat mich angesteckt und er war für alle ansteckbar bis zum Endkunde. Das ist einfach unglaublich, oder? Es passiert mich oft, dass ich nicht die ursprünglichen Produkte in einem Nachfolger verbessere, aber hier ist wirklich